Gerade erst 2 Monate alt ist der kleine Arko. Mutter Shira ist mächtig stolz. Den ganzen Tag wird der Kleine getragen und betüttelt, weiß Kuratorin Sabrina Linn. Arko wurde am 7. September geboren und der entwickelt sich sehr gut. Also von Anfang an hat sich die Mama gut gekümmert. Der war von Anfang an fit und agil und hat getrunken. Also kein Grund zur Sorge. Wir freuen uns, dass das so gut läuft. Dabei wusste man lange Zeit gar nicht so genau, ob Mutter Shira überhaupt schwanger ist. Wir machen öfters schon mal Schwangerschaftstests bei denen, haben wir bei ihr jetzt nicht gemacht. Aber die Vermutung war auf jeden Fall da, weil sie ein wenig an Umfang zugenommen hatte. Bei Gorillas sieht man das nicht so deutlich, weil die mal einen sehr aufgeblähten Bauch haben. Als Arko dann da war, gleich das nächste Rätsel. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es dauerte schon ein Weilchen, bis das klar war. Shira hat es sehr spannend gemacht. Wir sind dann immer natürlich gespannt, was es denn ist. Und das ist nicht so, von Weitem ist es nicht zu erkennen bei Gorilla-Kindern. Und die Mama hatte lange Zeit immer, wenn er nah genug am Pflegergitter war, genau den Finger bei ihm zwischen den Beinen. Also als wollte sie es uns nicht verraten. Und irgendwann haben es die Pfleger dann gesehen und dann wussten wir es. Besuchen kann man den kleinen Arko zurzeit leider noch nicht. Corona-bedingt ist der Zoo fürs Publikum geschlossen. Und ins Menschenaffenhaus Borgoriwald dürfen nur die Pfleger. Da auch wir nicht hinein dürfen, hat uns der Zoo die süßen Arko-Bilder gedreht. Denn man weiß nicht, ob sich auch Menschenaffen mit dem Coronavirus anstecken könnten. Beschützt wird Arko rund um die Uhr von Mama Shira. Kommt ein Familienmitglied zu nahe, wird eingegriffen. Vater Viatu hingegen guckt mal vorbei. Das war's dann aber auch. Der Vater interessiert sich jetzt nicht übermäßig für den. Ab und zu guckt er mal, wie die anderen Gruppenmitglieder auch. Gerade die jüngeren Gorilla, die finden das natürlich schon spannend. Die haben möglicherweise auch noch nie so ein kleines Baby gesehen. Für Mutter Shira ist Arko bereits das 4. Baby. Gorilla-Nachwuchs wird ca. 3 bis 4 Jahre von der Mutter gesäugt. Aber mit ca. 6 Monaten fangen die Kleinen dann an, sich für pflanzliche Nahrung zu interessieren. Westliche Flachlandgorillas leben als Waldbewohner meist im westafrikanischen Regenwald. Sie sind leider massiv bedroht. Wie bei den meisten waldbewohnenden Tierarten ist der Hauptgrund für die Bedrohung natürlich der Verlust des Lebensraums. Die Wälder werden abgeholzt, aber Gorillas werden auch durchaus gejagt, um sie dann auf Märkten als Bushmeat zu verkaufen. Immer im Zoo Frankfurt bleiben wird Arko nicht. Wenn er ca. 8 bis 9 Jahre alt ist, wird er im Rahmen eines Zuchtprogrammes in einen anderen Zoo umziehen, sagt Sabrina Linn. Aber bis dahin haben die Besucher ja hoffentlich noch genug Zeit, den kleinen Arko zu besuchen.